ferner bleibenden Organe übernehmen verschiedene Funktionen. Also wir haben erstens mal die Blase, die speichert den Urin. Und dann die Niere. Die Niere filtriert das Blut, also reinigt das Blut eigentlich. Es gibt verschiedene Erkrankungen der Niere und der Blase, die wichtig sind. Ganz klassisch die Blasenentzündung, die durch Bakterien verursacht wird, häufiger bei Frauen als bei Männern, weil der Harnweg kürzer ist bei den Frauen. Das allein wäre nicht so tragisch, aber leider ist der Darmausgang sehr nahe und es kommt zu Blasenentzündungen, weil Bakterien aus dem Darm in die Harnröhre kommen, dort hochsteigen und dann in der Blase eine Entzündung verursachen. Es gibt verschiedene Ursachen, die eine Blasenentzündung auslösen können. Sicher das zu wenig Trinken, dann aber auch ein Hormonmangel. Gerade Patienten in der Menopause haben 10-mal mehr Blasenentzündungen. Dann aber auch junge Patienten, die mit Pille, mit Spirale verhüten, Nuvaring verhüten, haben ein größeres Risiko, je nach Körperbau. Aber auch Überreinlichkeit, zu häufiges Waschen, das zu Rissen führen kann, zu trockener Vaginalhaut. Wo mehr Risse sind, gibt es mehr Bakterien, gibt es mehr Blasenentzündungen. Die Symptome einer Blasenentzündung sind häufiges Wasserlassen und ein ganz unangenehmes, brennendes Gefühl, ständig die Toilette aufsuchen zu müssen. Wenn man solche Symptome verspürt, kann man verschiedene Tests machen. Einerseits kann man den Urin im Mikroskop untersuchen und dort Bakterien und weiße Blutkörperchen nachweisen. Es gibt aber auch Schnelltests und kürzere Tests. Diese Urin-Teststreifen, die der Arzt benutzt, um den Urin zu untersuchen, haben verschiedene Faktoren, die untersucht werden. Es gibt aber auch Tests, die in der Apotheke gekauft werden können, wo 2-3 Parameter gemessen werden, sodass die Patientin in einem Schnelltest schauen kann, ob Hinweise auf eine Entzündung vorliegen. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten bei einer Blasenentzündung. Die wichtigste ist sicher, dass man viel trinkt. Man kann auch Blasentee trinken, der eben desinfizierende Substanzen enthält. Sehr geläufig ist im Moment Preiselbeersaft oder Preiselbeerkapseln. Die Preiselbeere verhindert, dass sich Bakterien an die Schleimhaut anheften können. Eine weitere wichtige Maßnahme ist natürlich die Möglichkeit der Anwendung von Antibiotika, sei es als Einmaldosis oder häufig als eine Dosis über 3 Tage. Folgekrankheiten können vielseitig sein von den Blasentzündungen, Reizblasen, Schmerzen im Unterbauch, wo die Patientin gar nicht auf den Gedanken kommt, dass das die Blase sein könnte. Durch schwere Reizblasen dann kann es zur Urininkontinenz, vor allem zur Traginkontinenz kommen. Natürlich Partnerschaften können gestört sein, da der Geschlechtsverkehr wieder zur Blasenentzündung führt. Die Ursache ist bakteriell, das sind meistens Escherichia coli Bakterien. Und wenn das aufsteigt in die Niere, dann gibt es eine sogenannte Nierenbeckenentzündung. Und die ist dann sehr heftig, also meistens mit hohem Fieber auch. Und man muss dann auch mit Antibiotika behandeln. Also die Niere ist ja ein wichtiges Ausscheidungsorgan. Das heißt, wenn die Niere nicht mehr funktioniert, dann bleiben viele Stoffe im Körper, die eigentlich ausgeschieden werden müssten. Es kann dann zu Vergiftungserscheinungen kommen. Daneben hat die Niere auch noch andere Funktionen. Also sie ist ganz wichtig für den Wasserhaushalt. Das heißt, der Blutdruck wird beeinflusst, wenn die Niere nicht mehr funktioniert. Der steigt dann. Sie hat eine wichtige Funktion im Calcium- und Vitamin-D-Haushalt. Also der Knochenaufbau wird beeinflusst. Dann auch die Blutbildung. Also auch da ein Einfluss der Niere. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Häufigkeit von Blasenentzündungen zu reduzieren. Eine der wichtigsten ist, dass man zum Beispiel nach dem Stuhlgang sich den Stuhl nicht von hinten nach vorne, sondern von vorne nach hinten abwischt. Bei jungen Frauen, welche angeben, dass sie nach dem Geschlechtsverkehr plötzlich Symptome einer Blasenentzündung verspüren, ist es ganz wichtig, dass man die Blase entleert nach dem Geschlechtsverkehr. Damit können auch die Bakterien, die allenfalls in die Blase gelangt sind, wieder ausscheiden. Und nicht vergessen darf natürlich werden, es ist wichtig, dass man viel trinkt und damit eben die Bakterien aus der Blase ausschwemmt und dass es so nicht zu Blasenentzündungen kommt.